In diesem Video gucken wir eine Technik an, mit der wir gebrochenrationale Funktionen integrieren können, die sogenannte Partialbruchzerlegung. Diese Technik ist selber relativ technisch und aufwendig, hat viele Sonderfälle. Deswegen betrachten wir diese Technik immer anhand eines Beispiels. Wir nehmen jetzt für dieses einfache Beispiel erstmal an, dass der Grad des Zählers echt kleiner als der Grad des Nenners ist, dass der Nenner vollständig in einfache Linearfaktoren zerfällt, also kein Linearfaktor soll doppelt vorkommen. Und die Methode, die wir nutzen werden, ist der sogenannte Koeffizientenvergleich. Wenn wir einmal dieses Integral betrachten, also Integral über x durch x² minus 3x plus 2 dx, dann haben wir erstmal keine wirkliche Idee, wie man diese Funktion integrieren könnte. Es sieht jetzt nicht so schwierig aus, aber es ist halt eine gebrochenrationale Funktion und wir haben keine Ahnung, wie hier wohl eine Stammfunktion aussehen könnte. Aber angenommen, wir hätten nicht dieses Integral zu bestimmen, sondern wir hätten so ein Integral zu bestimmen. Integral über a durch x minus 1 plus b durch x minus 2. Dann sähe das schon deutlich einfacher aus. Also dieses Integral hier, das wäre deutlich einfacher. Deutlich einfacher. Und das ist auch genau die Idee. Wir werden irgendwie versuchen, hier eine Gleichheit hinzubekommen. Und wenn wir das schaffen, dann müssen wir insbesondere diese A's und B's hier bestimmen können. Und wie wir das machen, das ist genau die Idee der Partialbruchzerlegung. Also wir möchten eine Partialbruchzerlegung durchführen. Partialbruchzerlegung. Das Erste, was man dazu tun muss, ist, man muss den Nenner zerlegen. Also wir haben die Funktion x durch x² minus 3x plus 2. Und jetzt ist das schon so gestaltet, dass man den Nenner sehr schön in Linearfaktoren zerlegen kann, die beide auch noch unterschiedlich sind. Und zwar sind die Linearfaktoren x minus 1 und x minus 2. Und im Zähler steht weiterhin x. Also das ist kein überraschender Schritt. So, und was wir jetzt erreichen möchten, ist, dass wir das Ganze aufschreiben als a1 geteilt durch x minus 1 plus a2 geteilt durch x minus 2. Und an der Stelle muss man sich natürlich fragen, geht das immer? Wird das auflösbar sein? Können wir solche a1 und a2 finden? Und die Antwort ist ja. Wenn unser Nenner vollständig in solche einfachen Linearfaktoren zerfällt, dann muss unsere Funktion diese Darstellung haben. Dann müssen wir die schreiben können als a1 durch x minus 1 plus a2 durch x minus 2. Wobei a1 und a2 jeweils reelle Zahlen sind, die wir bestimmen können. Also das muss immer gehen. Generelle Voraussetzung ist natürlich, dass der Grad des Zählerpolynoms echt kleiner als der Grad des Nennerpolynoms ist. Das ist aber hier der Fall. Im Zähler haben wir Grad 1, hier im Nenner haben wir Grad 2. So, jetzt müssen wir diese a1 und a2 bestimmen. Also Bestimmung der Konstanten. Und um das zu erreichen, multiplizieren wir einfach mit dem Hauptnenner. Das heißt, wir haben dann auf der linken Seite stehen x, weil wir multiplizieren mit x minus 1 mal x minus 2. Das a1, also dieser Teil, a1 durch x minus 1, multiplizieren wir auch mit x1 und x minus 1 und mit x minus 2. Dann kürze ich das x minus 1 weg. Ich mache das einmal schrittweise. Also es ist dann a1 geteilt durch x minus 1 mal x minus 1 mal x minus 2 plus. Und ganz entsprechend, der zweite Bruch, a1, das a1, das a2, durch x minus 2 mal x minus 1 mal x minus 2. So, und dann kürzt sich jeweils immer ein Linearfaktor weg. Und wir können das Ganze aufschreiben als a1 mal
x minus 2 plus a2 mal x minus 1. So, das Ganze kann man noch einmal umklammern. Und zwar kann man sagen, okay, wir klammern aus, das ist also a1 mal x minus 2a1 plus a2 mal x minus a2. Das kann man aufschreiben als a1 plus a2, weil wir das x ausklammern, mal x minus 2a1 minus a2. Nun haben wir aber auf der linken Seite der Gleichung hier und der rechten Seite der Gleichung, das ist dieser Teil, jeweils ein Polynom stehen. Und Polynome sind dann gleich, wenn die Koeffizienten gleich sind. Das heißt, der Koeffizient vor dem x hier ist eine 1. Der Koeffizient auf der rechten Seite ist a1 plus a2. Das Absolutglied fehlt hier, das ist also 0. Hier ist es minus 2a1 minus a2. Und wenn man das jeweils vergleicht, nennt man das Verfahren Koeffizientenvergleich. Und dieser Koeffizientenvergleich liefert uns Gleichungen. Also Koeffizientenvergleich, Koeffizientenvergleich liefert. So, Koeffizient vor dem x auf der linken Seite ist eine 1 und auf der rechten Seite vor dem x ist es a1 plus a2. Ich versuche das einmal anzudeuten. Also hier steht eine 1 davor und diese 1 ist genau das, was hier an der Stelle, das hier, was hier vor dem x steht. Und ganz analog steht hinten eine plus 0. Und das ist das, was hier auf der rechten Seite dort steht. Das heißt, wir wissen außerdem, dass 0 gleich minus 2a1 minus a2 gilt. Und dieses Gleichungssystem, was wir anhand der Koeffizienten jetzt hergeleitet haben, das müssen wir jetzt einfach lösen. So, das Erste, was uns auffällt, ist, dass aus der zweiten Gleichung folgt, dass a2 gleich minus 2 mal a1 ist. Das folgt aus, ich nenne ihn mal 1 und den nenne ich mal 2. Das folgt aus 2. Und dann setzen wir das Ganze in 1 ein. Einsetzen in 1 liefert 1 gleich a1 plus jetzt a2. Für a2 setzen wir ein minus 2 mal a1. a1 plus minus 2 mal a1 ist minus a1. Das heißt, an der Stelle wissen wir, dass a1 gleich minus 1 ist. Und dann einsetzen in 2. Einsetzen in 2 liefert, dass a2 gleich minus 2 mal minus 1 ist, also in dem Falle 2. Und damit haben wir die Koeffizienten gefunden. Wir haben also a1 als minus 1 gefunden und a2 als 2. Wichtig ist, dass wir uns immer merken, welcher Koeffizient zu welchem Nenner gehört. Also hier in diesem Fall ist das a1, der Koeffizient minus 1, ist diese Konstante hier und die gehört zu dem Nenner x minus 1 und das a2 gehört entsprechend zu x minus 2. Damit gilt, dass x durch x² minus 3x plus 2 das gleiche ist wie minus 1 geteilt durch x minus 1 plus 2 geteilt durch x minus 2. Das ist also die alternative Form, ist das aufzuschreiben. Wenn wir das aber wissen, dann können wir auch direkt das Integral bestimmen, weil dann gilt natürlich für das Integral ganz entsprechend, dass das Integral von x durch x² minus 3x plus 2 dx, dass das das gleiche ist wie das Integral von
minus 1 durch x minus 1 dx plus dem Integral von 2 durch x minus 2 dx. Und dann können wir entsprechend noch die Koeffizienten raus, die konstanten Faktoren rausziehen. Das ist also minus dem Integral von 1 durch x minus 1 dx plus 2 mal dem Integral von 1 durch x minus 2 dx. Und die Integrale können wir direkt bestimmen, weil das ist einfach der Logarithmus. Das ist also minus ln von Betrag von x minus 1 plus 2 mal ln von Betrag von x minus 2 plus c.